Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Part. Let's play Half-Life 2. Dr. Freeman, Dr. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. Ja. Ich werde Sie nicht ganz vergessen. Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Sie wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Was um alles? Oh nein, komm, ein Krieger. Wo kommen die denn her? Ich höre nicht auf ihn. Ich bin ganz neutral. Wir werden hier vorbeikommen. Wir werden alles retten. Und der nächste. Und doch einer. Weg mit euch allen. Gut. Oh nein. Green macht sich aus dem Staub. Da komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Hier werde ich rumgebracht. Jetzt werde ich hochgebracht. Er will vielleicht abhauen, aber ich lasse ihn einfach nicht. Ich hätte Ihnen sagen können, dass das nichts bringt. Los, Gordon! Er hat es einfach nicht verdient zu entkommen. Ich bin jetzt gerade fest entschlossen. Hier drüben komme ich hoch. Na, noch da, Dr. Freeman? Ja, ich bin da, kein Ding. Lange, was? Doch. Hätten Sie Ihre grenzenlose Energie nur für etwas Nützliches eingesetzt? Komm runter. Ich muss gerade die Welt retten. Oh Gott. Das Portal öffnet sich. Das macht mir alles gerade ein sehr heiteren Eindruck. Das sieht mir hier gerade nicht so aus, als wenn das... Zurück, Freeman. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Ich glaube, ich rette hier gerade alle.
nicht, was Sie damit auslösen. Sie könnten die ganze Zitadelle zerstören. Ja, das ist mein Ziel. Die Leute da unten. Die Leute da unten. Denen ist eh nicht mehr zu helfen. Und der letzte. In den Kern rein. Ja. Nein. Sie brauchen mich. Zusammenbruch der Singularität. Komm mit, Erfolg freigeschaltet. Wir müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch. Zeit, Dr. Freeman. Ist es wieder an der Zeit? Mir ist, als wären Sie gerade angekommen. Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen ihretwegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren, aber dies sind keine normalen Zeiten. Anstatt Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Ich hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen. Also dann, ich steige hier aus. Ach du Heiland, wir haben es durch. Half-Life 2, wir haben es geschafft. Leute, wenn das mal kein cooles Spiel war. Ende fand ich es ein bisschen fraglich. Mit dem Typen da. Aber gut. Hatte auch seinen Reiz. Es ist halt ein Open End und ich weiß ja, es gibt auch noch Half-Life 2 Episode 1 und Episode 2. Ob die kommen, weiß ich nicht. Ich habe sie nicht, deswegen... Ja, unglaubliches Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich habe ja jetzt den letzten 15 Parts, glaube ich, waren es jetzt, am Stück hintereinander aufgenommen. Weil ich hatte jetzt so Bock, auf einmal dieses Spiel durchzuspielen. Ich habe mir die Kanalliste angeguckt von mir und dachte mir so, oh ja, das fehlt noch, das muss komplettiert werden. Ja. Da haben wir die Stimmen. Die Merle Dandridge hat die Alex gesprochen. Das sind sowieso nicht die deutschen Sprachen. Ja, wie fand ihr das Spiel? Kann man das hier auch abbrechen? Nein, kann man nicht. Thanks for the following for the use of these phases. Ach, da sind echte Gesichter wurden benutzt. Ach ja, genau. Hatte ich gelesen. Für das Gesicht von dem, der Vater, haben wir Obdachlosen genommen. Alienware ATI Dell. Okay. Wunderbar. Valve. Ralph. Ich bin auf Half-Life 3 gespannt, muss ich da wirklich sagen. Mein PC wird nichts machen. Aber unglaublich gut gerade. Lamar? Lamar! Verflixt nochmal. Wo ist sie hin? Ja!
Das war Half-Life 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt. Bis dann und tschüssi.